In the sands of North Africa, plans are underway to launch an ambitious solar energy project that will become a benchmark for meeting the world's future energy needs. In Frankfurt, Germany, in January 2012, the DesertTech Foundation announced its support of the project to the German press. The foundation's group of volunteers from civil society were on hand, alongside foundation supporters and representatives of Neuer Energy, a developer and operator of solar power plants. Together, they unveiled to the public their collaboration that will realize the visionary renewable energy project known as TuNur that will harness the power of the Tunisian sun. While fielding questions from journalists, the group assembled by the DesertTech Foundation detailed the logistical, technical, and even political aspects that will unite to create TuNur. Together, this group presented their vision of a sustainable future that begins today with a tangible and attainable endeavor. Das DesertTech Konzept ist vor allem ein ganzheitlicher Ansatz. Das heißt also, die zukünftige Energieversorgung wird eine Kombination verschiedener erneuerbarer Energieträger sein: Sonne, Photovoltaik, Solarthermie, Wind, Wasserkraft, Geothermie und so weiter. Nur wir müssen sicherstellen, dass diese Energieversorgung, diese Stromproduktion auch nachhaltig und zuverlässig ist. Und einer der Grundansätze von DesertTech kümmert sich eben darum, wie wir die jetzt in einem wunderbaren Entwicklungsstadium befindliche erneuerbare Energienlandschaft, vor allem durch Wind und Photovoltaik, langfristig zu einer stabilen Energieversorgung bringen können. Wir glauben, dass eine der Möglichkeiten, wie sie bereits jetzt technisch machbar ist, im großen Ausbau von solarthermischen Kapazitäten besteht, welche über Wärmespeicher verfügen, die letztendlich dann eine Tag- und Nachtstromproduktion ermöglichen. Weshalb erwähne ich das so ausführlich? Weil wir ganz klar dazu stehen, dass es nicht um ein Entweder-Oder geht. Es geht nicht darum, die Stromversorgung nach Nordafrika zu verlegen, sondern einen gewissen Prozentsatz der zukünftigen Stromversorgung Europas und einen großen Prozentsatz der Stromversorgung und Energieversorgung Nordafrikas durch diese Kapazitäten zu decken. Und ein solches Projekt wird Ihnen heute vorgestellt. The DesertTech Foundation is lending its support to Neuer Energy and its Tunisian partners led by Top Group to realize a future powered by clean energies that begins in the Saharan deserts of Tunisia. Using thousands of mirrors to track and direct the heat of the Tunisian sun to generate electricity, the TuNur concentrating solar thermal power plant will ultimately produce 2 gigawatts of electricity, roughly double the average nuclear power plant. By building a low-loss transmission line to Italy, TuNur can deliver enough electricity to power approximately 700,000 European homes, testimony to the potential of African-based CSP power plants for European markets. And with none of the carbon and toxic emissions produced through conventional energy sources, the TuNur plant provides a viable and progressive blueprint for the energy production of the future. The TuNur project of Neuer Energy and its partners in Tunisia is an excellent example of the realization of the DesertTech concept. The project has been evaluated by an independent team of experts, and based on the review on the development so far, the project fulfills the criteria of the DesertTech concept. That means solar energy is used to produce power on a large scale day and night. The plant is connected to a grid that links North Africa to Europe, and it supports local economic development in Tunisia. That's why the DesertTech Foundation endorses the TuNur project. Soon, both Europe and Tunisia will enjoy the benefits of this exciting collaboration. Construction of TuNur in southern Tunisia should begin in 2014. According to the plans of project developer Neuer Energy, the plant and the transmission line will be operational by 2016. With this important first step, we're showing world's governments, industries, and consumers that what many thought to be science fiction is actually science fact. The concentrating solar power project in Tunisia will use state-of-the-art technologies that actually use very simple processes that will make use of the sun's energy that surrounds us every day. Effectively, we use glass, steel, and water. No toxic byproduct, no emissions, no carbon footprint. Natural production on an industrial scale. TuNur's array of mirrors will track and reflect the sun's rays onto a boiler atop a central tower. When the concentrated sunlight strikes the boiler's pipes, it heats the water inside to 550 degrees Celsius.
The steam produced by the heated water is piped from a boiler to a turbine where electricity is generated. From here, transmission lines will carry the power all the way to Italy. Meanwhile, in order to conserve precious desert water, air cooling is used to convert the steam back into water. The water is then returned to the boiler in a closed, continuous loop. What will make the Tunua solar power plant so valuable and attractive for consumers is its ability to deliver dispatchable energy. With heat storage systems using molten salts, we generate heat from sunshine during the day that ensures electricity production even when the sun is no longer shining. With the Tunua project, we literally harvest and store the day's thermal energy for electricity production after sunset. Connecting the southern and northern Mediterranean coasts, a new underwater power cable will link the African and European continents. The 600-kilometer high-voltage direct current cable will be laying across the Mediterranean seabed to transmit electricity from Tunisia into the Italian grid and onward into Europe. With construction of the cable coordinated with that of the power plant itself, electricity can be expected to flow from Tunisia to Europe by 2016. As the impact of the Arab Spring continues to unfold, Tunisia is now among the first North African nations to enjoy newfound freedoms and opportunities. Having already experienced free and democratic elections, the country can move forward with new and needed development projects. Tunur will not only benefit European energy consumers, it will also bring many socio-economic benefits to Tunisia and its people. This collaboration is not only between Nur Energy and Desert Tech Foundation, but also between peoples, nations, spanning two continents and many cultures. It's a true exchange between peoples, one that benefits everyone and every nation involved. Desert Tech and Nur Energy anticipate that 60% of Tunur's construction costs will be spent within Tunisia itself. This investment will directly benefit the local economy and create lasting jobs for Tunisians involved in operating the power plant. Tunur will benefit Tunisia by creating jobs and investing in local education to aid the long-term management of the plant after 2016. Proper investment and job creation, not simple charity, can help alleviate the poverty and corruption that triggered the Arab Spring. What Tunisia now requires is a clear perspective for its young population to let them fulfill their rights for jobs, democracy, and a path to prosperity. Desert Tech can really help support this vision, and with the Tunur project, we try to make a concrete first step in this way. We are used to the long-distance transport of dirty, exhaustible fuels like oil and gas with all the problems that brings in terms of pollution. Now with the Tunur project, we're actually exporting energy that is clean, never runs out, and leaves a sustainable legacy for a country like Tunisia. Tunur is going to be the blueprint for things to come. It's a benchmark for other governments, companies, and individuals to point to and say, solar energy exports from North Africa to Europe, that can be done. It's worthwhile, and the Desert Tech vision can be realized. Desert Tech is setting the benchmark for future international energy projects in terms of economical, ecological, and social sustainability. All the major political, financial, and scientific challenges surrounding solar power are being addressed. Together with Nur Energy, Desert Tech Foundation is successfully proposing how to create solutions for our most urgent challenges, energy and climate security. Bei dem Tunur-Projekt. Sie haben gesagt, es entspricht, Sie haben es geprüft, es entspricht den Desertec-Kriterien. Und jetzt fördert sie das. Wie ist das Verhältnis Desertec zu Tunur? Was stecken Sie da rein? Stecken Sie da finanziell auch was rein? Ja, wir sind ja eine gemeinnützige Stiftung, die stark getragen ist durch ehrenamtliche Unterstützer und insofern können wir nichts reinstecken. Was wir aber tun und ich glaube, das ist auch gleichzeitig unsere Stärke, wir sind unabhängig, wir sind zivilgesellschaftlich, wir sind von allen gesellschaftlichen Gruppen als Gesprächspartner akzeptiert. Was wir tun können, sind im Grunde zwei Dinge. Das eine ist die Bewertung und Evaluierung dieses Konzeptes. Das heißt also, wir können die Desertec-Kriterien nehmen, um zu schauen, wie verhält es sich mit der Stromproduktion, wie verhält es sich mit der sozioökonomischen Relevanz dieses Projektes, was ist an lokaler Wertschöpfung in Tunesien und wie verhält es sich mit der Umweltverträglichkeit. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die hat im Grunde mit Kommunikation zu tun und das ist ja unsere Hauptarbeit. Die Aufgabe der Stiftung ist in erster Linie dafür zu werben,
dass es bereits jetzt konkrete Lösungsansätze für die globale Energiewende gibt und diese mit exemplarischen Pilotprojekten glaubhaft und greifbar zu machen. Und da sehen wir dieses Projekt als wunderbares, exemplarisches Pilotprojekt, um stellvertretend für viele andere Projekte, die entstehen werden, zu zeigen, wie es gehen kann. Ich denke, es ist wichtig zu sagen, was wir vereinbart haben, ist, dass es einen jährlichen Fortschrittsbericht auch geben wird. Das heißt, es wird jährlich re-evaluiert, wo wir sind in der Umsetzung, ob die Kriterien weiter eingehalten werden. Und wie ich angesprochen hatte, wir sind jetzt an der konkreten Umsetzung des Projektes. Wir wollen sozusagen transparent mit der Thematik umgehen. Wir wollen natürlich auch Vertrauen schaffen. Und da sehen wir die Desertec Foundation einfach als wichtigen Partner, der unabhängig ist, der wichtige Studien ja auch schon geschaffen hat und sich dadurch einen Namen erarbeitet hat. In der Region Nordafrika, Mittlerer Osten werden bis 2050 etwa 300 Millionen Menschen dazukommen, allein durch das Bevölkerungswachstum in der Region. Da wohnen jetzt ungefähr 300 Millionen. Die 300 Millionen werden sich knapp verdoppeln bis dahin. Und wenn man in der Wüste wohnt, weiß man, wie knapp Lebensraum ist, wie hart es ist, dort zu leben. Und es muss für 300 Millionen Menschen zusätzlicher Lebensraum geschaffen werden in einer Region, die zum Teil heute schon ihre Ressourcen übernutzt. Wasser, Energie, urbares Land und so weiter. Um Lebensraum zu schaffen, braucht man letztendlich Energie, man braucht Wasser, man braucht Arbeit, Einkommen, Entwicklung und natürlich auch für die wirtschaftliche Entwicklung Industrialisierung. Und das alles kann man kriegen, wenn man aus der Energie, die ja im Überfluss da ist, deswegen ist da unten ja eine Wüste, die Sonnenenergie, nutzt, um Meerwasser zu entsalzen, wie jetzt in der Weltbank praktisch angefangen wird, solche Projekte zu bauen. Das kann ich mir vorstellen, das ist eine Vision, die wir auch verfolgen, auch in der Wissenschaft weiter treiben. Und hier haben wir einen Ansatz, der ganz konkret ist, kann ich nur alle beglückwünschen, das ist gut. Da gibt es viele Fragen noch zu beantworten, technische Details, natürlich auch das politische Umfeld, die finanziellen Rahmenbedingungen. Aber das sind alles Sachen, die man lösen kann, wenn man sich Mühe gibt und das versucht. Und ich finde, es ist ein toller Anstoß, um sowas zu machen. With TuNur, the Desertec Foundation's advocacy for a sustainable future created through comprehensive solutions for energy production has reached a major milestone. In so doing, the global movement for a transition to a sustainable future has taken a step forward.